So, wunderschönen guten Tag, lieber Sven, und recht herzlich willkommen zu diesem 1 zu 1 oder zu dieser 1 zu 1 Session. Und ich freue mich mega. Jetzt einfach vorab für die Zuschauer, dass sie das wissen. Wir haben hier ja eine Umfrage gemacht und haben gefragt, wer möchte ein 1 zu 1 haben. Haben natürlich alle, die sich gemeldet haben. Und Sven, dass man von Anfang an weiß, du bist bei uns ja im Vertrieb tätig. Erstmal hallo, Sven. Hallo, guten Morgen, Hallo. Theo. Ja, guten Morgen. Also wir nehmen das wirklich am Morgen auf, frisch, komplett, ganz früh am Morgen. High Energy, wo wir am meisten Energy haben. Genau, guten Morgen. Und ja, Sven, ich freue mich auf das 1 zu 1. Ich bin auch gespannt, was für Fragen du dabei hast. Also ich habe keine Ahnung, so, was kommen könnte. Und ja, wir hatten ja auch schon, wir kennen uns ja aus dem Coaching, so wie sie bei uns im Vertrieb. Und ja, stell dich mal ein bisschen vor, wo kommst du, was machst du? Und einfach mal kurz, dass die Zuschauer wissen, wer ist das, Sven? Ja, gute Frage. Ich bin der Sven Björnsen, komme aus der Schweiz, so wie du es, Theo. Ja, aus der Region vom Bodensee, bin 24 Jahre alt. Ursprünglich habe ich mal Zimmermann gelernt, dann den Switch gemacht auf Onlinehandel, habe das dann 4 Jahre lang gemacht. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ich möchte den Leuten wirklich weiterhelfen, die Leute voranbringen, jetzt auch vor allem im Business. Habe mich darum dann auch mit Marketing und Branding beschäftigt. Ja, wenn man mal in diesem Bereich unterwegs ist, dann kommt man ja gar nicht an euch vorbei. Und ja, bin dann so auf euch gestoßen, habe gesehen, was ihr aufbaut, war da überzeugt und habe gesagt, da muss ich unbedingt mitmachen. Bin jetzt Cool. auch schon 4 Monate dabei, 4, 5 so. Ne? Ja, mega cool. Ja, mega cool. Eben halt, jetzt habe ich endlich jemanden, wo auch einen Schweizer Dialekt hat. Wo man, ich bin da nicht der Einzige, der mit dem Schweizer Dialekt dann da mit Hochdeutsches versucht. Das ist cool, ja. Cool, ja, wir kommen ja auch aus der Nähe, wir kommen ja auch beide, ich bin ja auch in der Bodensee-Region aufgewachsen. Ja, cool, super. Dann würde ich sagen, Sven, wir starten gleich rein, wir gehen da komplett. Was hast du mitgenommen? Ja, ich habe mir ein paar Fragen vorbereitet. Eben zum Beispiel, also das Wichtigste jetzt für mich im Vertrieb und im Verkauf, eben wie wird man dann effektiv besser im Verkauf? Jetzt gerade, wir haben es ja schon angesprochen, diese High Energy dadurch den ganzen Call dann mit reinzunehmen, das dann auch durch den ganzen Call ja, oben zu halten. Ja, also das High Energy, diese Frage höre ich immer oft, weil alle sagen so, Theo, wie schaffst du das immer, diese High Energy? Und das ist eigentlich dieser Schlüssel eigentlich zum Thema High Energy mal vorab. Es ist halt High Energy oder Good Energy, dass man sich gut fühlt, weil wir verkaufen an einen Menschen und wir Menschen sind sehr, also die meisten, also wir haben ja zwei Persönlichkeitstypen, eher die gefühlsorientierten, sachorientierten, aber wir trotzdem sind alles Emotionen und ein Gefühl ist ja eine Emotion. Und das ist so wichtig, dass wir uns gut fühlen, dass das Gegenüber, also das ist in meinen Augen ein Top-Verkäufer, der kann sich in einen guten Zustand bringen. Das ist die Voraussetzung. Wenn jemand das nicht kann, ist er in meinen Augen kein Top-Verkäufer, keine Top-Verkäuferin, weil Gegenüber interessiert es nicht, wenn wir jetzt vielleicht momentan uns nicht gut fühlen oder der Hamster gestorben ist oder was. So, der will ja, er kommt in ein Gespräch, opfert seine Zeit und möchte vorangebracht haben oder möchte einen Mehrwert haben. Und er interessiert sich nicht für unsere Probleme. Und wir als Top-Verkäufer, Top- oder Top-Verkäuferin müssen halt uns in den Top-Zustand bringen. Und ich habe da eine coole Szene aus dem Film Titanic. Ich denke, du hast ihn sicher auch geschaut, Sven, oder? Ja, vor Ja, Jahren mal, ja. also ich habe auch schon lange nicht geschaut. Aber da gibt es diese eine Szene, was für mich so das Symbol eines Top-Verkäufers ist. Und das ist, da geht die Titanic unter, diese Szene. DiCaprio, die Titanic geht unter und dann gibt es ja die Geige spielen. Du kennst ja. Was machen die, wenn die Titanic untergeht? Die spielen einfach weiter. Die spielen weiter. Die spielen weiter und ja, Titanic geht unter, die spielen weiter Geige. Und das ist genau diese Szene, was in meinen Augen ein Top-Verkäufer auch beherrschen sollte, diese High Energy auch drauf zu haben, wenn einem mal nicht gut geht. Auch wenn es gefühlt wie das eigene Schiff, die eine Titanic, mal vielleicht untergeht, dass man halt diese High Energy hat. Und das Tolle ist, dass das eigentlich, wie man das schafft, indem man einfach reingeht und Spaß hat. Das ist halt, viele verknüpfen, haben den Glaubenssatz, verkaufen ist harte Arbeit. Verkaufen macht keinen Spaß. Und dann kann man auch nicht diese High Energy bekommen. Also das Ziel ist halt wirklich, Spaß zu haben und den anderen kennenlernen zu wollen. Und das ist so, dass man, wenn man einmal diese High Energy drin ist, sich halt immer wieder schafft, in eine gute Energy zu bringen, dann wird das irgendwann zur Gewohnheit.
Und das Schlüssel, deine Frage zu beantworten, es immer wieder zu tun. Was zum Beispiel mir damals geholfen hat, ich habe immer vor wichtigen Verkaufsgesprächen, war damals im Außendienst unterwegs, habe ich im Auto meine Lieblingsmusik laufen lassen. Aber irgendwie so ein Motivationsvideo laufen lassen, dass ich mich einfach gut fühle, weil wir können unseren Zustand, was viele nicht bewusst ist, selber steuern. Wir entscheiden, ob wir uns gut fühlen oder schlecht fühlen. Ja. Nicht jemand anderes. Und wenn wir halt vor dem Verkaufscall uns richtig immer wieder in einen guten Zustand bringen, entsteht ein Anker und dann schaffen wir es immer wieder. Also ich kann, egal was ist, wenn richtig Stress ist, ich gehe den Call rein und bin einfach da und habe Spaß und ich mache, es ist nicht gespielt, es ist wirklich echt. Aber viele denken so, ah, jetzt muss ich mich da, jetzt muss ich so tun, als wäre es. Nein, indem man tut, als würde man sich gut fühlen, fühlt man sich gut. Ich weiß nicht, kennst du das vielleicht auch? Du bist irgendwo, tust du, kommt etwas, eine Situation, du fühlst dich gut, du tust, du lachst, obwohl du es eigentlich dich nicht gut fühlst, was passiert danach? Man fühlt sich automatisch gut oder besser auf jeden Fall. Ja, das ist halt der Zustand, in dem wir uns einfach positive Dinge, und das ist halt genau das gleiche, das Thema Verkauf-Mindset, High-Energy, wenn man sich natürlich vorher immer negative Gedanken hat, dann ist es natürlich schwierig, in High-Energy zu kommen. Dass immer man sagt, ah, ich kann nicht verkaufen, ah, ich bin kein guter Verkäufer, keine gute Verkäuferin, ah, das ist schlecht, das ist schlecht, das geht nicht. Wir müssen uns in einem guten Zustand, gute Gedanken haben, guter Zustand, und das sorgt dafür, dass wir halt in High-Energy sind. Und das ist das, vor allem, wenn wir eine Dienstleistung verkaufen, das Entscheidende, was der andere merkt, spürt, weil wir verkaufen kein physisches Produkt, er bekommt nichts in die Hand, aber das Gefühl, an dem bewertet der potenzielle Kunde uns. Und wenn wir da wieder einen Schluck Wasser in der Kurve sitzen, dann denkt er sich auch, die Dienstleistung sei auch so. Und deshalb müssen wir immer wieder versuchen, das kommt ja aus dem NLP, gibt ja so Hilfsmittel, man sagt, den Anker setzen. Man kann sich ja immer wieder die gleiche Musik anhören. Man kann sich immer wieder gleiche Sachen machen. Und dieser Anker ist anders, wir konditionieren uns eigentlich selbst. Und wenn wir das hören oder das machen, dann kommen wir automatisch in diesen Zustand. Da gibt es zum Beispiel Profisportler. Ich glaube, ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du dich mit Fußball ein bisschen beschäftigst oder Fußball. Gar nicht. Nein. Gar nicht. Ja. Dann gibt es zum Beispiel sagen wir mal Boxer. Boxer, wenn die in den Boxring kommen, ihre Boxhandschuhe zumachen, so richtig, dann erzählen die, dann ist das für sie ein Anker, dann wissen sie, jetzt geht's in den Kampf. Jetzt ist der Kampf da. Bis sie das nicht tun, sind sie nicht im Kampfmodus. Dann machen sie irgendwelche komische Sachen, provozieren den anderen, laufen da in diesem Käfig rum und keine Ahnung, und sind noch nicht im Boxmodus. Sobald sie das anziehen, wissen sie, okay, jetzt geht's, jetzt bin ich ready. Das ist so ein Anker, was vielen Boxern zum Beispiel hilft, in den Top-Zustand zu kommen, dass sie fokussiert sind. Es gibt einen Fußballspieler zum Beispiel, ein ganz spannendes Beispiel, der Marco Reus, der bei Borussia Dortmund spielt, der war immer lange verletzt. Und dann hat er immer, der humpelt immer mit einem Bein, wenn er ins Spielfeld kommt, immer rein. Und das gibt ihm so ein Gefühl, okay, ich bin jetzt da und ich komme da rein, es wird schon gut gehen. Und das ist einfach dieser Zustand, den man sich bringt. Und dann gibt es so viele Möglichkeiten, sich Anker zu setzen. Und das ist halt wichtig, dass man vielleicht immer die gleiche Musik hört, vielleicht so ein Schnipsen oder immer etwas macht, dass man sich gut fühlt. Ich mache das mittlerweile nicht mehr, weil das einfach Gewohnheit geworden ist, normal ist. Aber am Anfang habe ich mich auch so mit solchen Ankern dazu gebracht, immer wieder gut zu fühlen. Und wir Menschen können uns selber manipulieren. Das ist ja das Tolle. So, das ist ja nicht so, und vor allem, es ist ja was Positives, wenn wir uns dann gut fühlen. Ja, dann, dass man sich so solche Anker findet, was dann einen auch so in die High Energy reinbringt. Ja. Ich kenne einige, die haben lassen spezielle Musik laufen. So kurz schnell ihr Lieblingslied. Und dann machen sie entweder Akquise oder gehen sie in ein Verkaufsgespräch, fühlen sich gut. Das schwappt ja über. So, hast du vielleicht auch schon erlebt, du hast dich vielleicht mal gut gefühlt. Gehst in ein Verkaufsgespräch oder immer schon im Umfeld mit Freunden, Bekannten, der ist richtig schlecht drauf, hat vielleicht etwas Schlimmes erlebt und du hörst ihm zu und es kommt natürlich dann viel Negatives. Wie fühlst du dich danach? Auch scheiße. Ja, auch, du fühlst dich auch runter. Dann hast du vielleicht auch schon erlebt, hast du dich schlecht gefühlt, kommst du einen Menschen, der positiv ist, dann fühlst du dich auch gut. Verkauf ist sehr gefühlsorientiert, was viele, vor allem die sachorientierten Persönlichkeitstypen, denken so, nee, Steve, es geht um die Sache. So, wir verkaufen, es geht um Menschen abzuholen und dass ein Mensch gutes Gefühl hat, vor allem bei einer Dienstleistung. Das war ja auch einer der Haupt
Hacks, wo mich auch einmal ein Geschäftsführer, wo ich auch Verkaufstrainer wurde eigentlich damit, so, also der, eigentlich der entscheidende Impuls, dass ich Verkaufstrainer wurde, kam einmal ein ehemaliger Kunde, war ein Kunde und ich war im Außendienst und hat gesagt, hey Stevo, ich muss mal mit dir sprechen. Das war der CEO. Und da habe ich gesagt, ja, okay, geht's. Dachte, der will was wieder verhandeln. Und dann hat er mir gesagt, Stevo, kannst du Verkaufscoachings geben? Schauen Sie an, so, ich bin Außendienstler, was für ein Verkaufscoaching? Was redest du? Du hast so viel Mitarbeiter, so viel Geld. Hol dir doch irgendeinen so bekannten, guten Verkaufscoach, der macht das schon. Ich sagte, nee, Stevo, ich möchte, dass du das machst. Ich bezahle dich auch wie ein super Verkaufscoach. Ich möchte, dass du das machst. Habe ich gesagt, okay, sag mir jetzt warum. Was geht's? Warum soll ich das tun? Ich bin kein Verkaufscoach. Sagt das Devo, wir bezahlen bei dir zwischen 20 und 30% je nach Produkt mehr als bei den Mitbewerbern. Und wir wissen das. Wir wissen, dass die Mitbewerber, die kommen immer wieder zu uns, bieten, sind günstiger als du. Wir kaufen trotzdem nicht bei dir ein. Keiner von unseren Einkäufern, keiner kauft irgendwo anders ein. Ich weiß nicht, wie du das machst. Bring das unseren Außendienstlern auch bei. Und ich dachte, ja, super, ja, cool. Das ist eigentlich einfach, so für mich damals. So entstand ich, so habe ich eigentlich, so kam ich auf die Idee, Verkaufstrainer zu werden. So war mein erster Auftrag. Und was war eigentlich das Geheimrezept, was ich denen auch beigebracht habe, was bei denen auch dann funktioniert hat, ist diese Beziehung und High Energy. Ich habe eigentlich Sachen verkauft, wo jemand sich denkt, so, das ist komplett sachorientiert. Aber weil sie ein gutes Gefühl hatten und weil sie mich mochten, haben sie auch gesagt, hey, das Deo ist so cool, jedes Mal, wenn man kommt, haben wir eine coole Zeit, ist immer gut drauf, wir haben auch Spaß gemacht miteinander, gehabt miteinander und dann haben die eigentlich gar nicht bei anderen kaufen wollen, weil die dachten so, hey, wir können das uns Deo nicht antun, das ist so ein cooler Typ, wir mögen uns, wir haben eine coole Zeit oder zahlen wir halt mehr. Viele denken so, das kann nicht sein, es ist klar, es gibt dann auch irgendwann Produkte, wo man halt, wo wir dann auch rausgeflogen sind, wo es halt zu viel war. Aber die Hauptprodukte, die wir alle verkaufen wollten, wo die größte Marge war, da sind sie immer bei uns geblieben. Und das ist halt, das war mir eine Riesenlehre damals, warum High Energy, Beziehung, Emotionen so wichtig ist. Ja. Wie kann ich denn am besten Beziehungen aufbauen? Weil es gibt ja auch immer die verschiedenen Ja. Persönlichkeitstypen und manche sprechen halt dann nicht so über das Privatleben oder so oder öffnen sich da nicht so schnell. Gibt es da irgendwelche Fragen oder Tricks Ja. irgendwie, wie man die dazu bringt, auch ein bisschen mehr von sich zu erzählen, einfach dass die Beziehung da ja, tiefer wird? Ja, da gibt es viele Sachen. Also ich habe zum Beispiel immer, oder ich empfehle immer auch die ersten, so wie auch am Bühnenstück, wenn man zum Beispiel bei Greater oder so auf die Bühne geht, dann haben die auch die meisten Speaker die ersten 2, 3 Minuten, sagen sie immer gleich. Immer gleich. Und das empfehle ich auch allen, dass du auch hier das immer gleich machst. Weil du weißt, was deine Kunden, der Gesprächseröffner. Ich bin nicht Fan von Systemen, niemals gleich zu machen. So, du mich kennst, du kennst mich, ich bin ein Fan von individuellen Verkaufen. Aber die ersten 2, 3 Minuten sind entscheidend. Und da ist halt immer mit offenen Fragen zu arbeiten und sich halt vorher vorzubereiten. So, was ich halt immer gemacht habe, was mich auch wirklich interessiert, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Das Gegenüber merkt halt schon, ob er das als einfach macht, weil das jetzt ein Ja. Verkaufstrainer gesagt hat, oder ob man wirklich Interesse hat. Das ist ein entscheidender Punkt, und dann halt immer zu fragen, hey, offene Fragen zu stellen am Anfang. Viele offene Fragen, so nicht, hey, geht es dir heute gut? Ja, nein. So, das ist eine geschlossene Frage. Da kann man ja, bringt man ja nichts raus. Und viele, ich erlebe immer viele, also eigentlich sollte es verboten sein, in der Beziehungsphase geschlossene Fragen zu stellen, ja oder nein Antworten, sondern immer offene. So. Und ich stelle dann immer zum Beispiel, wenn ich dann Verkaufsgespräche führe, und dann jemand neu kennenlernen, dann interessiert es mich auch, dann sage ich, hey, du bist jetzt zum Beispiel Coach für, keine Ahnung, Selbstliebe. Dann frage ich immer so, hey, erzähl mir mal die Geschichte, wie wurdest du Coach für Selbstliebe? Ich bin ja selber Coach. Erzähl mal, wie bist du Coach geworden? Und dann kann ich auch sehr rote, also dominante Persönlichkeitstypen, die eigentlich nicht so gerne Beziehungen machen, die erzählen mir das trotzdem, weil die erzählen mir aus ihrer Seite mit ihr. Weil wir Menschen wollen alle von uns erzählen. Wir werden viel zu wenig gehört. Und wenn man halt wirklich ihnen die Frage stellt, komm, erzähl mal, wie ist das passiert, würde mich wundern nehmen. Die erzählen die ganze Geschichte und dadurch entsteht ja Beziehung, weil er erzählt ja etwas, er teilt ja was Wichtiges mit, was ihm sehr wichtig ist. Und dadurch entsteht eine Beziehung, weil das machst du nicht bei jedem. Und viele machen das halt nicht, denken so, ah, der ist jetzt zum Beispiel sehr sachorientiert, ich bin ein B2B-Geschäft, ich muss keine Beziehung machen, das macht man nicht.
ich mache noch ein bisschen Smalltalk und gehe rein. Das ist in meinen Augen ein falsches Mindset, weil jeder Mensch braucht Beziehungen. Also ich bin schon bei ganz großen Firmen reingegangen als Außendienstler und bin ein Büro eines Chefeinkaufs, eines Geschäftsführers gewesen. Und die sind sehr dominant gewesen. Ich habe trotzdem mit denen 15 Minuten reden können über ihr Geschäft, über ihr Business, über alles. Man muss einfach die Augen öffnen. So, es gibt ja zum Beispiel, ich bin damals, wo ich ins Büro rein bin, habe ich immer geschaut, was hat er für Bilder. Wenn er jemand zum Beispiel viele Bilder von der Familie hat, dann spreche ich ihn drauf an. Und eben du kannst dich halt auch vorbereiten, indem du auf Instagram gehst und einfach mal schaust, hey, was macht diese Person? Aber nicht so, weißt du, viele denken so, ja, aber das ist ja dann so vorbereiten. Ja, vorbereiten, aber ehrliches Interesse. Hey, ich will die Person kennenlernen. Ja, cool. Und eben Fragen, noch vielleicht die Frage zu beantworten, Fragen sind halt immer offene W-Fragen. So, hey, ich habe gesehen, ich habe zum Beispiel, sehr gut, viele haben Angst zu sagen, dass sie sich vorbereitet haben. Ich sage das immer, hey, ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf dieses Gespräch, das spricht hier für Professionalität. Und ich habe gesehen zum Beispiel, jetzt sage ich jetzt so ganz plumpes so, wenn halt jemand so gerne im Wald spazieren geht und immer wieder mit Kindern sagt, hey, ich gehe immer wieder auf mit Wald spazieren zum Beispiel. Hey, wie machst du das? Ich würde das auch mal gerne schaffen. Ich möchte mich auch ein bisschen mehr in der Natur bewegen. So, wie kriegst du das hin? Du kannst ja auch Tipps, man kann auch Tipps von dem verlangen. Das schafft ja auch Beziehungen. Einfach Interesse zu haben, dass dann sieht, oh, okay, der hat wirklich Interesse an mir. Und das ist das Allerwichtigste. Offene Fragen und ehrliches Interesse. Und die Menschen merken das und öffnen sich dann auch. Und das ist die Basis vom Verkauf. Wenn man die Beziehung nicht hinkriegt, da gibt es kein Wenn und Aber, wird man das ganze Verkaufsgespräch nicht gut führen können. Weil es ist wie ein Fundament. Ich sage immer so, wenn man die Beziehung nicht hat, ist wie wenn man einen Busch Khalifa zum Beispiel in der Wüste, ist eigentlich in der Wüste, nicht auf ein gutes Fundament stellt. Da kippt dann irgendwann, haben wir einen schrägen Turm von Dubai. So. Ja. Und so ist es auch mit der Beziehung. Ein Fundament ist, dass man sich gut versteht. Und ich rede nicht über Business, wenn ich mich mit dem anderen nicht gut verstehe. Wenn ich nicht die auf gleichen Wellenlänge bin und eine gute Beziehung habe. Und wie wichtig ist es, dass man über sich selber spricht, jetzt in der Beziehung, weil ich merke, die erzählen dann mega viel und ich höre da auch gerne zu. Und dann zum Teil sind da auch 20 Minuten rum. Und ja, dann frage ich mich, soll ich überhaupt noch etwas über mich erzählen? Ja, wenn sie nicht fragen, wie wichtig ist das überhaupt? Ja. Also ich versuche mich ich sage immer so wenig wie möglich, weil das ist ja das, was ja eigentlich das Gegenteil ist, was viele sagen. Viele, wenn ich schon als Kunde in einem Verkaufsgespräch bin, ist es eigentlich immer umgekehrt. Ich rede sehr wenig über mich und der Verkäufer redet mehr über sich als über mich. Meiner Meinung nach sollte der Kunde im Mittelpunkt stehen. Es geht um den Kunden, es geht nicht um uns als Verkäufer. Es geht um den Kunden. Wir sind hier da, um diesem Kunden zu helfen oder herauszufinden, können wir ihm helfen. Und da würde ich, ich gehe immer so vor, dass ich halt immer den Kunden immer zuerst Raum gebe, erst stelle ich ihn vor und ich ergänze dann einfach und stelle mich danach vor. Und ich mache es kurz und knapp, sage, hey, ich bin der, ich mache das vielleicht ein, zwei Minuten. Und dann frage ich aber auch den Kunden, hey, willst du noch was wissen über mich? So, es geht hier heute um dich, wenn ich einfach das mit dir helfen kann, dass wir das Gespräch auch dann auch produktiv nutzen können, aber hast du vielleicht noch irgendwelche Fragen, was dich noch interessieren würde über mich? Dann kommen die und sagen, ja, komm, erzähl doch das und das und dann erzähle ich das. Dann rede ich auch mehr über mich. Aber wenn der Kunde sagt, nee, das ist gut, das reicht mir, alles cool, dann mache ich weiter. Ja, weil ich merke manchmal, die reden, dann reden wir auch schon über die Probleme und alles und dann merke ich auch, ja, wir können ihnen helfen, aber sie wissen ja gar noch nicht, was wir überhaupt machen. Ich würde das schon erwähnen, also eben nicht im Mittelpunkt stellen, so was viele machen, sondern auch kurz, hey, wir machen das und das, das und das, wir sind die und ich bin der und dann einfach, da kann man ja immer gut, wenn man mal abschweift, so, weil mit den anderen ist es ja dann auch unangenehm, vielleicht zu fragen, hey, komm, stell die doch mal vor, kann man auch sagen, hey, ich habe jetzt noch festgestellt, wir sind schon eigentlich da eigentlich fortgeschritten, ich möchte mich kurz vorstellen, dass du auch weißt, wer ich bin, was wir machen, ist das okay für dich? Also auch immer den Kunden fragen. Und dann sagen die meisten, ja klar, stell dir bitte kurz vor, ist eine coole Idee. Ich würde auch gerne wissen, wer du bist. Denn die fragen sich ja auch, okay, wer ist der, was machen die, dass ich dir überhaupt zuhöre. Und deshalb würde ich halt immer den Kunden erst vorstellen lassen und danach
kurz schnell dich einbauen und wenn da schon die Kunden über die Probleme sprechen, sagen, hey, ist das okay, wenn ich mir kurz schnell vorstelle, damit du auch weißt, wer ich bin, und dass du weißt, was wir machen. Dann sagen sie, ja, okay, dann stellst du dich kurz vor und dann machst du wieder weiter. Dort, wo du aufgehört hast. Und dann die nächste Frage wäre so, was die Strategie ist, dahinter eben zwei Gespräche zu führen. Oh ja, das ist, also ich sage immer, vor allem wenn man halt höherpreisiger verkauft, wenn es vor allem vierstellig wird, sollte man das in zwei Gesprächen tun. Es gibt einige, die machen das in einem Gespräch sozusagen. Ich selber persönlich finde es auch für den Kunden fairer, zwei Gesprächsstrategien, weil die sind ja komplett kostenlos. Und vom Aufbau ist es ja so, dass das Erstgespräch für mich persönlich kein Verkaufsgespräch ist, es ist ein Kennenlerngespräch. So, verstehen wir uns, wie ist die Beziehung zusammen, matcht das zusammen? Dann findet der Verkäufer heraus, was ist der Bedarf des Kunden und dann kann er auch herausfinden, okay, kann ich den Bedarf überhaupt decken? Wenn ja, dann sagt der Verkäufer, hey, es gäbe ein zweites Gespräch, wo wir dann mehr über das Angebot sprechen, wo es halt mehr dann um die Dienstleistung geht. In diesem Erstgespräch geht es nur herauszufinden, man kann auch da einige Impulse noch geben, auf jeden Fall, dass der Kunde auch Mehrwert davon hat. Aber es geht dann darum, dass man halt im Erstgespräch sich nur kennenlernt und dann sagt, hey, man könnte im Zweitgespräch ein Zweitgespräch gehen, bekommst noch weitere Impulse und ich stelle dir auch nochmal ein Angebot vor und die Range meines Angebots ist die und die. Wenn das grundsätzlich spannend wäre, könntest du das leisten und würdest du dir das leisten wollen? Und wenn der Kunde sagt, ja, klingt spannend, dann geht man in ein Zweitgespräch, geht tiefer rein. Wenn nein, hat der potenzielle Kunde trotzdem was mitgenommen. Und das finde ich halt fair, auch für den Kunden gegenüber. Der Kunde, wir nehmen uns zwar Zeit, ja, aber das lohnt sich nur, wenn die Dienstleistung halt wirklich auch, jetzt wenn ein Online-Kurs 50 € oder 100 € kostet, so 200 €, dann lohnt sich eine Zwei-Gespräch-Strategie nicht, weil es ist den Aufwand nicht wert. Aber wenn man einen Traumkunden will und man ist halt, ich sage im höherpreisigen Segment, weil alles in meinen Augen bringt es auch nichts, jemand einen Kunden was auf eine Stunde zu verkaufen. Der Kunde will das zwar, weil es günstiger ist, aber sie wissen eigentlich, dass es nichts bringt. Wir haben viele Kunden bei uns, die vorher auf Stunde verkauft haben und jetzt auch Pakete verkaufen und die Resultate von Kunden sind viel höher. Also, das heißt, wir verkaufen dann automatisch auch höherpreisiger, weil es dann 3, 4, 5, 6 Monate Zusammenarbeit ist. Dann kostet es automatisch, sagen wir so, 2.000 € aufwärts, damit man ein Problem gelöst bekommt. Und dann empfehle ich eine Zweitgesprächsstrategie, weil dann kann man den Kunden kennenlernen. Der Kunde findet auch heraus, okay, passt das? Und es ist einfach, die Quoten sind auch höher. Die Kunden fühlen sich besser, weil ich kann dich jetzt mal fragen, wenn du jetzt bei mir, ich sage jetzt einfach mal einen Preis, ein Verkaufscoaching für 3.000, 4.000 € für 6 Monate mit Garantie, dass es funktioniert, buchen könntest, ist die gleiche Dienstleistung und ich sage dir das, ich hole dich in kein kostenloses Gespräch, ich sage dir, hey, entweder kaufst du es oder du musst für das Gespräch bezahlen oder Variante B, so wie wir es machen, du hast eine Zweitgesprächsstrategie, wo beide kostenlos sind. Was findest du fairer für dich als Kunde? Ja, zwei Gespräche. Ja. Bekommst du ja auch ein Gefühl von mir. Und dann kannst du mich kennenlernen. Wie ist das Devo? Passt das? Kann er mir helfen? Da kann mir ein paar Impulse gehen. Und dann kannst du dich von der Expertise wirklich dann auch überzeugen und sagen, okay, der kann mir helfen. Und das ist ja das Tolle, auch im Zweitgespräch hat man immer noch die Möglichkeit zu sagen, nein, ich will nicht. Also es ist komplett unverbindlich. Und das ist halt das Tolle. Wir haben auch viele Kunden, die hatten eine Eingesprächsstrategie. Und wo sie dann gewechselt sind auf eine Zweigesprächsstrategie, sind auch die Abschlussquoten drastisch gestiegen, der Umsatz ist gestiegen und die Zufriedenheit der potenziellen Kunden. Weil viele sagen dann auch im Erstgespräch, da kommt man, stell dir vor, du bist da, du gibst da Mehrwert, kommst in ein Erstgespräch, ist kostenlos und auf einmal kommt dann der Pitch, hey, lieber Kunde, ich habe noch ein cooles Produkt für dich, 4.000. Da ist man so, okay, da ging um Mehrwert. Okay, ich finde es spannend, es war cool. Ja, dann ist man halt, und so ist es einfach transparenter. Hey, wir haben ein Erstgespräch, lernen uns kennen, du kriegst Impulse, wir finden den Bedarf, ich kann dir helfen. Und dann sage ich, hey, es gibt ein Zweitgespräch, wenn du Interesse hättest an der Dienstleistung, es kostet so viel, gehen wir da rein. Und dann gehst du in das Zweitgespräch und dann weißt du, dass es dann um eine Zusammenarbeit gehen könnte. Das ist viel transparenter in meinen Augen. Dass sie auch schon gesettelt sind, eben dass es auch dann um die Zusammenarbeit geht. Ja. Was ist so der optimale? Ja, wie viel Zeit solltest du lassen zwischen ersten und zweiten Gespräch?
Ich habe gemerkt, so ein Tag ist jetzt fast ein bisschen knapp. Ja, definitiv. Ja, ein Tag ist also schon knapp, aber haben wir auch schon erlebt, also Kunden oder Kunden, die dann Kunden geworden sind, die dann unbedingt den nächsten Tag wollten, weil sie halt eigentlich schon so richtig, die wollten eigentlich schon ein Erstgespräch und ich dann schon fast gesagt habe, also komm, machen wir noch ein Zweitgespräch, dann kannst du noch mal eine Nacht so noch mal, wo du alles halt noch mal drüber schlafen kannst und überlegen kannst und mich noch mal siehst. Das ist ja auch etwas. Man sieht dann, man kennt einen nicht und dann kommt einmal und dann, ach, ich verkaufe dir was. Und ich finde so 2, 3 Tage ideal. Warum? Es gibt ja diese 72-Stunden-Regel und alles, was länger als 3 Tage ist, dann flacht auch die Beziehung ab. Kennst du vielleicht, da hast du vielleicht mit jemandem dich gut verstanden, hast ihn eine Woche nicht mehr gesehen. Ja, dann hast du eigentlich schon wieder vergessen, weil wir so viel selber zu tun haben. Kannst du dich auch an das Gespräch nicht mehr so groß erinnern? Dann musst du gefühlt nach einer Woche auch wieder von null anfangen im zweiten Gespräch. Und damit das alles schön frisch bleibt, sage ich immer, auch für den potenziellen Kunden sehr, sehr gut, dass man das innerhalb von 2, 3 Tagen macht. So maximal 4 Tagen, das zweite Gespräch. Und dann bleibt schön frisch und dann kann man auf dem Gespräch auch gut aufbauen. Und alles, was länger ist, ist nicht gut. Und ein Tag ist dann teilweise schon ziemlich sportlich, ja. Ja, was gibt es sonst noch für Fragen? Ja, Na, ja. okay. Oder haben wir noch Zeit? Was hast du Aber wir haben noch geplant? Zeit. Du kannst noch eine Frage stellen. Wir können da gerne noch auf eine Frage noch eingehen. Genau, die Gefühle einbauen in der Angebotspräsentation. Dass man da wirklich mit High Energy, voller Überzeugung reingehen kann. Also, ich habe jetzt zum Beispiel bei den letzten Gesprächen da das Skript völlig weggelassen, dass ich mich da voll drauf konzentrieren kann. Das ist eine sehr gute Frage, Sven, weil das ist eigentlich das Schwierigste im Verkauf, in meinen Augen, die Angebotspräsentation. Ich bin auch ehrlich, ich bin mit vielen Verkäuferinnen hier draußen nicht einverstanden, wie sie verkaufen sehen und die Angebotspräsentation sehen. Ich bin offen ehrlich, ich akzeptiere das, ich finde das cool, funktioniert auch. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert. Aber was viele machen, ist so die geskriptete Angebotspräsentation. Immer das gleiche Angebot. Das ist dieses Fließband verkaufen. Du musst das, damit du das skalieren kannst, ist das Argument, musst du immer das gleiche machen. Ich bin nicht ein Fan davon, weil jetzt sitzt ein Sven vor mir, ist ein anderer Persönlichkeitstyp, also sitzt dann ein Max Mustermann vor mir. Der ist ein anderer Persönlichkeitstyp. Und ich kann nicht immer das Gleiche sagen. Weil wir Menschen, es gibt ja diese 4 Persönlichkeitstypen. So diesen, oder es gibt ja viele, es gibt dann auch Tobias Beck, dieses Tiermodell, es gibt dann das Farbenmodell nach Hippokrates, der das ja damals schon erfunden hat oder entwickelt hat. Und man kann nicht alle Menschen immer gleich behandeln. Deshalb muss man, wie das super gesagt ist, mit Emotionen, Gefühl, man muss das Angebot, was man hat, an den potenziellen Kunden anpassen. Das ist das. Das ist der Grund, warum auch unsere Kunden so viel Abschlüsse machen und warum auch unsere Verkäufer oder unsere Vertriebler, die so richtig Erfolg haben, ist halt genau die das verstehen haben und machen meisten Umsatz. Weil es ist nicht so, ah, ich habe da zum Beispiel, ja, weißt du was, Sven, du hast bei mir ein 1 zu 1, du hast bei mir einen WhatsApp-Support, du hast das, das und das. Das sind alles sachorientierte Sachen. Und was fragt sich aber der Kunde dann? Wenn man nur über die Effekte spricht. Was bringt es mir oder was bringt es den Kunden, ja? Genau, er fragt sich die ganze Zeit, was habe ich davon? Und der Kunde hat nichts, er hat keinen Bock auf ein 1 zu 1. Und wenn man eine Agenturdienstleistung ist und da irgendwelche, keine Ahnung, SEO-Optimierungen verkaufen will, der Kunde hat keinen Bock auf die SEO-Optimierung. Er will das nicht machen. Das verstehen viele nicht, weil viele, ist ja auch cool, Verkäufer sind verliebt in ihr Produkt und erwarten, dass der Kunde das auch liebt. Nein, er will das gar nicht. Er will das Resultat, dieses Gefühl danach. Deshalb macht das. Keiner tut sich 6 Monate Coaching freiwillig an. So, keiner will ein 1 zu 1. Das ist ja für viele ein Aufwand. So was, aber dann ist immer die Kunst bei der Angebotspräsentation, sich immer wieder zu fragen, was dieses 1 zu 1, was bringt dir das, Sven? Und wenn ich halt die Bedarfsanalyse gut gemacht habe und verstanden habe, was dir wichtig ist, dann gehe ich in eine Angebotspräsentation, in einem Zweitgespräch und erkläre dir das 1 zu 1 und dann mache ich die Brücke, was es dir bringt. Das ist ja immer diese coole Übung, wenn wir jetzt ein Gruppenfoto schießen würden mit 20 Leuten und ich schicke dir das per Post zu. Wo schaust du zuerst hin?
Wo ich auf dem Bild Ja, bin. wo bin ich? Wir Menschen sind so. Jeder schaut, wie, okay, wo bin ich? Wie sehe ich aus? Und danach die anderen. Es ist immer so. Keiner schaut, oh, wo ist der andere? Außer man ist vielleicht verliebt in eine Person, die auf dem Foto ist, dann gleich so, oh, wo ist die drauf? Aber man schaut trotzdem wieder zuerst auf sich, meistens. Man schaut immer zuerst auf sich. Und das ist halt, was viele verstehen müssen, in deren Verkaufsgespräch geht es nicht um uns als Verkäufer. Das ist halt ein Riesenproblem hier draußen, dass die Verkäufer sich viel, viel zu wichtig halten. Und darum haben sie auch keine hohen Abschlussquoten. Deshalb gibt es auch einige, die meinen, wenn sie 40% Abschlussquote haben, dass sie gut sind. Das finde ich nicht gut, das ist Minimum. Und viele kommen schon und sind richtig stolz drauf und sagen so, das ist Minimum. Dann schaue ich, wie die Angebotspräsentation läuft, dann weiß ich warum. Weil es geht viel zu fest um den Verkäufer. Ja, es geht doch nicht, es geht doch um den Kunden. Und das ist genau die Angebotspräsentation, wenn man das nach Fließband macht. Und das ist ja genau so Wörter halt, wo man halt ja immer wieder bringt, so, was ich immer oft höre. Ich war ja oft Kunde und ich kaufe ja gerne. Da kommt immer so, ja, ich und wir. Und wir ist nicht auf das Wir bezogen im Gespräch, sondern wir, die Firma. Und solche Wörter, das gehört einfach nicht in Angebot. Es geht um den Kunden. Und das ist halt das, was man verstehen muss, die Kundenbrille anzuziehen und halt was die Frage, das Angebot so zu erklären, dass der Kunde sich denkt, ah, okay, das passt zu mir. Das ist das, was ich will. Also ich habe ein Problem zum Beispiel. Ich möchte zum Beispiel, ich bin Coach, ich mache ein Beispiel und ich möchte das Hamsterrad verlassen. Ich bin jetzt nebenbei, baue ich auf, ich komme nicht vorwärts, ich verdiene viel zu wenig und ich möchte in die Selbstständigkeit und möchte von meinem Traumbusiness ortsunabhängig und finanziell frei leben können. So, und wenn das ein riesen, wichtiges Gefühl für den Kunden ist, dann rede ich nicht nur über das 1 zu 1, dann sage ich, hey, potenzieller Kunde, das Beispiel, wir haben ein 1 zu 1 zum Beispiel miteinander. Wir werden uns jede Woche, jede zweite Woche in diesem 1 zu 1 treffen. Das bedeutet für dich, lieber Kunde, dass wir zusammen hier Strategien erarbeiten, wie du es schon erzählt hast, so schnell wie möglich nach diesen 2, 3 Monaten, was dein Ziel ist, aus dem Hamsterrad rauskommst. Damit du halt ortsunabhängig arbeiten kannst. Das heißt für dich, also immer, das bedeutet für dich, das heißt für dich, das bringt dir, immer dieses Brückenwort benutzen und dann in den Kundennutzen zu gehen, weil dann weiß der Kunde, aha, das 1 zu 1 ist da, bietet mir das Dev oder das Sven an, aber mir bringt das das. Und das ist das. Und das ist diese kundenbezogene Angebotspräsentation. Das ist halt das Wichtige. Und das ist, ja, hast du da vielleicht noch eine ergänzende Frage, was vielleicht noch aufgekommen ist? Nein, es ist, Okay. ist genug Okay, gut. Material. Ja, und wir haben ja extra dieses Format, wir wollen es nicht zu lange machen. Wir können die Calls, die 1 zu 1 Calls, gehen ja normalerweise länger. Die gehen ja eine Stunde und länger, wenn ich noch anfange zu quatschen. Aber wir müssen das wegen den Zuschauern hier auch ein bisschen kürzer machen, damit das dann nicht zu lange wird und schön kompakt bleibt. Aber noch am Schluss, Sven, erstmal vielen Dank für die tollen Fragen, waren richtig coole Fragen und ich glaube auch, die Zuschauer können Danke. sehr viel auch trotzdem mitnehmen, weil sehr viel für sich mitnehmen, weil es waren sehr gute Fragen, die eigentlich für Verkauf elementar sind. Und dann erstmal Danke danke dafür. dir für die Impulse, ja, war sehr spannend. Sehr cool. Und jetzt will ich gerne mal ergänzen noch am Schluss. Sag mal, du bist ja bei Everlast, du bist ja bei uns im Vertriebsteam. Erzähl mal so ein bisschen, nur kurz. Du hast ja gesagt, du bist ja, glaube ich, 4, 5 Monate dabei. So, wie findest du so das Team? Wie findest du, was für Werte hat Everlast? Und wie fühlst du dich bei uns? Ja, gute Fragen. Also das Team ist unglaublich, eben weil man diese Experten hat. Wir haben ja auch, weiß nicht, sind es ja 4, 5, 6 Calls pro Woche, eben nur für die Vertriebler, wo man dann wirklich, also ich habe ja auch bei Null angefangen. Zuerst Akquise, Erstgespräche, jetzt auch Verkaufsgespräche. Und da zu jedem Thema eigentlich den Experten hat, wo man auch seine Fragen stellen kann, und da immer weiter und weiter kommt und auch persönlich wachsen kann. Also ich merke es auch jetzt in meinem persönlichen Leben, wie ich da weitergekommen bin. So, ja, man kann es eigentlich auch als Persönlichkeitsentwicklung anschauen, den ganzen Vertrieb. Ja, und die Werte, eben das, also ich fühle mich extrem gut aufgehoben. Also dass ihr euch auch für uns Vertriebler einsetzt, uns da weiterbringt, uns auch Riesenchancen gibt. Also es ist ja unglaublich, was wir hier erreichen können, wenn wir wollen.
Das ist wirklich mega geil. Cool. Ja, mega. Richtig cool. Du fühlst dich auch wohl bei uns. Absolut, ja. Okay, cool. Ja, cool. Jetzt nochmal, ich danke dir auch für das tolle Gespräch. Danke dir auch nochmal für die tollen Worte am Schluss. Und ich würde sagen, wir bedanken uns jetzt auch für das Zuschauen und sagen einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ja, tschüss. Ciao. Danke. Tschüss. Tschüss.